Herzlich willkommen auf meinem Kanal Eres. Auf diesem Kanal findest du Themen zur Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung, zu Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung. Wenn dir diese Themenbereiche gefallen, vergiss bitte nicht zu abonnieren und mich zu unterstützen. Das dazu. Heute möchte ich genau zu diesen Themenfeldern einen Begriff etwas näher analysieren und mich mit diesem Begriff auseinandersetzen. Es geht um den Begriff Selbstbewusstsein. Dieser Begriff setzt sich aus drei Begriffen auseinander. Das Selbst, Bewusst und das Sein. Das heißt, wir haben uns mit drei Begriffen zu beschäftigen, um ein gesundes Verständnis vom Selbstbewusstsein zu haben. Los geht's. Zunächst der Begriff das Selbst. Darauf baut natürlich das Selbstbewusstsein auf. Es geht primär um uns, um das Selbst, um das Verständnis des Ichs, des Selbst. Das Ich setzt sich aus zwei Facetten zusammen, der Identität und der Individualität. Dazu hatten wir bereits schon ein ausführliches Video gemacht. Die Individualität ist das, wie wir uns selbst aus uns selbst heraus wahrnehmen. Alles, was in uns abspielt, unsere Emotionen und Gedanken. Auf der anderen Seite ist die Identität. Das sind in der Regel externe Faktoren, wie uns außen die Welt wahrnimmt. Wer wir sind, wie wir dastehen, mit unserer Staatsangehörigkeit, unserer Hautfarbe, unserem Dialekt, unserer Sprache, unserer Kultur und Religion. Das alles macht unsere Identität aus. Das heißt, wir haben hier zwei Pole. Einmal das Äußere und einmal das Innere. Wenn das Äußere dem Inneren gleich ist, sprechen wir von der Harmonie des Ichs. Damit wir nun uns unserer selbst bewusst werden, müssen wir uns aus dem Kollektiv, aus der Masse ausgrenzen. Das heißt, wir brauchen eine Distanz zur Masse. Wir müssen die Distanz aufbauen. Dadurch erst erschließt sich ein Gefühl oder ein Verständnis des Ichs. Ich bin das, wofür ich stehe, von außen betrachtet. Und ich bin ich, worin ich mich wohlfühle, worin ich mich heimisch fühle, worin ich Ruhe finde. Das Zusammenspiel der äußeren und inneren Faktoren macht das Selbst aus. Plus die Distanz zum Kollektiv gibt uns das Verständnis, das Bewusstsein unserer selbst. Kommen wir also nun zum zweiten Begriff, bewusst. Wenn wir über bewusst reden, ist das Stichwort natürlich Wissen. Das heißt die Epistemologie, die Lehre über die Erkenntnis. Wie erschließen wir überhaupt Erkenntnis oder Wissen? Das sind die Schlüsselfragen, damit wir ein richtiges Verständnis vom Verstehen haben, von Wissen haben. Das Entscheidende dabei ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie viel wissen wir eigentlich über uns selbst und wie viel wissen wir darüber, was uns zu dem macht, was wir heute sind. Wie viel wissen wir über Psychologie, über Geist, über Emotionen, über Gedanken, über das Gehirn, über Neuronen oder über Hormonen. Der eine oder andere mag sich jetzt die Frage stellen, was bringt es mir überhaupt, das alles zu wissen? Ich brauche doch nur in den Spiegel zu schauen. Ja, natürlich. Aber du darfst nicht vergessen, nur wenn wir wissen, können wir erkennen, weil wir ja erst dann sensibel sind für dieses Thema. Das heißt, ich schule mein Auge, mein Geist, mein Bewusstsein, um Sachen zu erkennen, damit ich reagieren kann. Wenn ich nämlich nicht erkenne, kann ich nicht reagieren. Der Begriff bewusst setzt also voraus, dass wir uns mit Wissen auseinandersetzen, dass wir lesen, dass wir schauen, dass wir hören, wir festhalten, dass wir reflektieren, urteilen, bewerten, kritisieren. All das, um die Fähigkeit zu schleifen, bewusst zu werden. Nicht für unser Unternehmen, für irgendein Vorhaben, unsere Hobbys oder unsere Familie. Für den Mittelpunkt der Schöpfung, des Seins. Und zwar das Ich. Selbst bewusst. Kommen wir nun zum Sein. Das Sein ist die Ontologie. Alles, was ist und was wird. Die Ontologie ist die Lehre vom Sein und vom Seienden. Es ist ein Ist-Zustand und ein Prozess zugleich. Alles, was wir sehen und was wir nicht sehen. Was wir uns vorstellen können und was wir uns nicht vorstellen können. Alles, was wir im Positiven formulieren können und alles, was wir mit einem Nicht davor formulieren können. Bauen wir jetzt also den Begriff des Selbstbewusstseins nochmal auf. Wir müssen uns mit uns selbst auseinandersetzen. Mit dem Selbst, mit dem Ich. Wir müssen uns distanzieren vom Anderen, damit wir ein gesundes Verständnis vom Ich bekommen.
Wir müssen uns mit Wissen beschäftigen. Wir müssen lesen, wir müssen schauen und wir müssen hören. Wir müssen das Gelernte vergessen und Neues lernen. Wir müssen neues Wissen generieren. Und mit diesem neu generierten Wissen müssen wir in den Spiegel schauen und das Selbst zur Rechenschaft ziehen. Zur Rechenschaft ziehen im Kontext des Daseins. Nur so reden wir von einem Selbstbewusstsein. Und nur so wirst du selbstbewusst sein.